Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 19 hier in Erlengrad im Alpin-DLC. Ja, also wir haben, also Kontostand, wir checken mal kurz, was hier so abgegangen ist. 226.000 auf dem Konto, das kommt daher, weil ich mit dem Lintrack hier ganz fleißig viel Silage in die BGA-Rinne gestopft habe. Alle Felder quasi fertig habe, also das große Feld, da wächst, glaube ich, Sojabohnen sind da angesät, die Düngestufe ist drauf, habe einen Tag übersprungen und ich stecke hier mal schnell, was macht denn der? Sollte der das nicht tun? Naja, ich stecke hier mal schnell eine Ladung Silage in die BGA. Dann wollte ich euch mal was zeigen. Oh ja. Denn ich habe Pläne. Ah ja, stimmt. Mir fällt wieder ein, was ich beim letzten Mal noch gemacht habe. Dürfen wir nicht vergessen. So, hier, die kommt da. So, genau. Lass mal los. Perfekt. Licht aus, Trecker aus. Kommt mal mit, Leute. Denn wir haben, was Neues. Und zwar, vielleicht hat der eine oder der andere das gerade schon gesehen. Tada! Tada! Schauen Sie! Cool, oder? Also texturtechnisch ist jetzt nicht der absolute Oberhammer, aber das Einzige, was ich finden konnte, und ich muss sagen, also, ne? Ich hab genau so ein Ding auch. So, die gleiche Farbe. Auch auf Enduro umgebaut. Ich habe zwar keine Enduro-Streben über Motor. Zündspule, ich hab's ja auch ein rotes Zündkabel, also genau der gleiche. Anderen Kickstarter, aber sonst, ja, na gut. Ne? Grobe Janzen, wollen wir mal eine Runde mit drehen? Passt mal auf, wie sich das Ding anhört, wenn man die startet. Mit Kickstarter-Klang. Perfekt, oder? Komm, wir machen mal eine Hofrunde. Dabei kann ich euch ein bisschen mal was zeigen hier. So, schön Moped fahren hier. Mit Drehzahlmesser und Tacho, also Endstufe. Okay, Texturen. Ja, man sieht hier, glaube ich, jedes einzelne Polygon, aber es ist immerhin Moped, Leute. Ist schon ein bisschen cool. Licht und Hupe geht nicht. Ist alles abgeklemmt. Hauptsache springt an und fährt. Und ich muss sagen, fährt echt schnell. Fährt wirklich echt schnell. So, wir können ja mal hier kurz über die Wiese fahren. So. Weil wir haben kein Nummernschild, theoretisch dürfen wir ja nicht auf der Straße. Hier wächst Soja. Das ist alles soweit fertig. Hier habe ich einen schönen Weg gemacht beim letzten Mal noch. Dass wir da vernünftig mal am Feldrand langfahren können. Ja. Da darf ja fröhlich wachsen. Die Wiesen, die sind alle gedüngt. Und da vorne kann man jetzt schon sehen. Habe ich was gemacht. Denn erstmal, ich zoome mal weiter raus. Die Wiese habe ich begrenzt, die hört hier vorne auf. Also die Ecke hier hinten ist eigentlich nicht mehr verfügbar. Und wie man das vielleicht sieht, das Land hier habe ich alles planiert, weil hier soll was hin. Aber wir gucken erstmal, was... Ne, falsches Fahrzeug, da. Ach, wenn man zu dicht ran geht, dann sieht man das Moped alleine. Okay, gut. Also hier habe ich nämlich eben gerade, man sieht die Spur noch ganz frisch. Mit unserem neuen Trecker, also den Fendt, habe ich hier was in der Erde gepflanzt. Das soll nämlich ein Test werden. Ich habe vor, hier raus was zu machen, was ich noch nie ausprobiert habe, generell. Also der eine oder andere hat es vielleicht schon erkannt. So hört die sich auch an, wenn man die ausmacht. Ich stehe voll auf das Ding. Ist schon ein bisschen cool. Ja, da unten steht's. Feldinfo ist nämlich aktiviert. Ich habe hier eine Runde Pappeln ausgesät. Und ich muss sagen, Pappeln habe ich im 19er noch nie angepflanzt, bin ich ganz ehrlich. Im 17er relativ oft. Ein Helferin, ein ganzes Feld. Ihr fühlt 5 Jahre gedauert, bis es fertig war, weil man braucht hierfür die Baumpflanzmaschine. Und dann macht man jeden Streifen einzeln. Deswegen habe ich hier zwischen mal einen Grasstreifen, weil ich da mal die Fahrspur hatte quasi. Ja, ist ein Versuchsfeld. Ich möchte mal was ausprobieren. Und zwar zeige ich euch das einfach mal. Hier, Ballentechnik. Im Anderson DLC war nämlich was dabei. Und zwar dieser Apparillo hier.
Bio-Baller, also hier, der macht hier Ballen, ne? Bio-Ballenpressen werden dazu verwendet, um Ballen aus Pappeln zu pressen. Da bin ich mal echt gespannt. Also, das Ding schneidet die Pappeln klein, presst die in Ballen und dann sind das quasi Hackschnitzel. Und. Oh, hier kann man schöne Reifen raufbauen, ist ja fantastisch. Da bin ich kein Freund von. Ich mag die so, ja. Unfassbar teuer. 100.000 kostet der Quatsch hier. Aber ich habe das Ding auch noch nie ausprobiert. War halt im Anderson DLC mit dabei. Muss ja irgendwann mal zum Einsatz kommen. Da dachte ich mir, ihr habt keinen besseren Zeitpunkt und keine bessere Möglichkeit wie hier. Also dachte ich mir so, machst du mal ein paar Pappeln. So eine Palette voll. 2000 Setzlinge sind da drin. Ja, ist hier ein bisschen was bei rausgekommen. Wachse auch relativ langsam, so wie die Bäumchen hier. Aber wir haben ja keinen Zeitdruck, oder? Das ist ja total easy peasy. Und wenn das hier reif ist, probieren wir das aus, weil das Sägewerk ist ja direkt da hinten. Und deswegen haben wir relativ kurze Fahrwege. Quasi ein Test für mich selber auch. Ich habe es noch nie gemacht. Deswegen, glaube ich, wird das eine coole Sache. Aber wir haben ja was vor. Also ich nehme mal hier unser Moped. Kickstarter-Sound ist Wahnsinn. Wir fahren hier diesen Berg hoch, weil der Moped ist unfassbar kräftig. Wollen wir mal gucken, wie schnell das fährt? Also meine in echt, die fährt knapp 80. So, wir haben kein Nummernschild dran, aber ist mir gerade relativ. So, wie immer auf dem Tacho und fahren mal hier eine Runde. Ohne Helm. Alter, fahr mal so schnell ohne Helm, das ist echt nicht geil. Na, 73 ist aber echt sportlich, Leute. Wenn das der Kilometerzähler noch mitzählen würde, dann wäre das echt nicht schlecht. Der Tacho ist ein bisschen kaputt. Na gut. So, nicht hinpallen. So, wir fahren hier schön über das Feld. Wir haben eine Enduro, also kann man den natürlich mal machen. Okay, auf dem Feld fährt der nicht so schnell. Das Rad hinten, das. Also. Die Schwinge ist fest, aber das Rad, das macht dann schon Action. Okay, aber. Ja. Ey, komm, das Ding wollte ich eigentlich bloß haben. Eigentlich mehr aus Jux. Dann dachte ich mir aber, die packen wir einfach an unserem Haus vorne an die Eingangstür, da wo der Geländer ist, da wo der Fahrradständer ist. Alle hopp. Okay, springen ist auch nicht. Also hier, wo sie stand, da kann ich nämlich durch die Fahrzeuge durchtappen und bin immer direkt aus. So. Bin ich immer direkt hier vorne an der Tür und dann kann ich vom Moped absteigen und schlafen und brauche nicht immer zum Haus rennen. So viel dazu. Dann haben wir ja den 11.12. mittlerweile. Und weil heute Freitag ist, ich hoffe, ich finde das hier. Warte mal, das muss bestimmt hier sein unter Dekoration. Da, guck mal. Dachte ich mir, bauen wir uns doch einen Weihnachtsbaum auf dem Hof. Weil, ne, ist ja halt so weit, mehr oder weniger. Wo machen wir den hin? Der soll schon leuchten. Neben der Ladestation kann er wahrscheinlich nicht. Doch kann er. Hier muss ich mit dem Wasserfass durch. Da. Sieht so aus, als hätten wir hier leichte Texturprobleme. Naja, gut. Dann machen wir den wieder weg. Das ist jetzt nicht das Problem. Habe ich vorhin nicht ausprobiert, wie man vielleicht merkt. Also, ne? Da ist er weg. So. Jetzt haben wir hier zwar eine komische Text. Warte mal, das sieht aus wie. Das ist eigentlich eine voll geile Textur. Das ist so. Na, so Modder hart geworden und wieder weich und da ist schon irgendwie so ein bisschen Moos mit bei und. Das lassen wir da einfach. Denn ist vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen, ich habe hier kein Fadenkreuz mehr. Also, ich habe hier keinen Fixpunkt mehr, wo ich hingucke. Ja, ich habe mal meinen Mod-Ordner ein bisschen aufgeräumt, aktualisiert, gelöscht und bla bla bla. Wir haben nämlich echt viel Kohle und da würde ich gerne was machen. Also, wir gehen hier in das Menü. Wir haben aktuell 22 Kühe. Wir können mal kurz gucken. Aber wir haben 22 Kühe. Da, das nächste kommt in knapp 40 Stunden. Ich würde einfach nochmal hingehen und wir holen nochmal 10. Oder was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Die haben wir jetzt hier. Oh, jetzt müsste aber langsam wirklich eng werden hier, oder Mädels? Also, ihr könnt mir vorstellen, hier werden nur eine bestimmte Anzahl angezeigt. Ach ja, die Füllvolumen haben sich alle geändert. Das Wasserfass läuft gerade leer. Ah, schön, wie das automatisch funktioniert. Also, wenn man das Wasserfass auf Befüllen stellt und dann die Kühe Wasser gibt, dann füllt der immer quasi automatisch von alleine nach, bis das Wasserfass leer ist. Ist unfassbar schlau. Also, Kühe haben Wasser voll, das Wasserfass läuft alleine voll. Wir nehmen unseren Elektrohobel hier, hauen da mal eine Runde Stroh drin. Ich hab da mal zwei Ballen drin gesteckt. Vielleicht müsste ich Stroh nochmal umstapeln irgendwie. So. Gib alles, Jung. Dass wir die vielleicht nicht hochkant haben, sondern liegend, aber ist jetzt auch nicht so das Problem. Wollen mal Stroh. Oh, Stroh ist viel drin. Ich glaube, da werden beide Ballen drauf gehen. Der Vorteil hierbei ist, wir bekommen jetzt echt viel, viel, viel mehr Mist und dementsprechend noch viel mehr Milch. Und jetzt, glaube ich, wird sich auch langsam die Kuhwirtschaft irgendwie rechnen, dass wir da mal einen Profit rausschlagen. So war mein Plan. Ja. Und wie gesagt, mit den Pappeln da unten bin ich echt gespannt. Die wachsen aber echt langsam. Ich glaube, doppelte Wachstumsgeschwindigkeit wie normale Getreide. Weiß ich gar nicht so genau. Na, das passt nicht ganz drin. Okay, bleibt was über. Sehr schön. Dann nehmen wir unseren Bührer, holen uns eine Runde Mischration. Und der Akku von dem Elektrohobel hier, der ist, ne, der ist echt ambitioniert. Der möchte einfach nicht leer werden. Sehr schön. Hier müssten wir theoretisch nochmal Wasser drin machen und nochmal Mist auffüllen. Aber das kann ich auch nebenbei machen. Silage in der BGA läuft. Das ist schön. Die Silage hier, die werden wir wahrscheinlich nie leer bekommen. So, den Anhänger hier, den können wir komplett drin feuern. Dann können wir uns gleich den nächsten nochmal holen. Der wird hier. Na? So, wir machen hier die Kühe nochmal fertig. Und dann habe ich nämlich noch was vor, weil da unten ist ja noch eine planierte Fläche. Und ich habe ja beim letzten Mal was gesagt, ich hätte da gerne noch was. Und das, denke ich mir, würde da unten ziemlich, ziemlich gut hinpassen. Ich habe das auch schon mal ausprobiert und durchgemessen und hier und da. Finanziell stehen wir verdammt gut da. Das könnten wir uns leisten. Also sollte eigentlich nicht ein Problem werden. Jo. Und ich hoffe, das sieht gar nicht so schlecht aus. Weil wenn mir das nachher nicht gefällt, dann bin ich wieder ärgerlich. So, dann. Ja, aber ich denke mal, das klappt schon. So, dieser Anhänger ist voll und der Apparillo, der wird die Ballen, die jetzt da noch unbearbeitet sind, auch langsam verwursten und dann haben wir wieder neue Mischrationen. Na, ist jetzt schön. Hier standen noch zwei, die sind jetzt auch weg. Also 32 Kühe, das lohnt sich schon. Da hätten wir noch echt, echt lange warten können, bis die von alleine alle sich vermehrt hätten. Aber das ist schon gut so. So, den Anhänger hauen wir rein, das sollte erstmal reichen. Wir hauen noch immer Gras und einmal Silage darin. Ja, dafür nehmen wir hier den Lindtrakt, der steht hier schon so praktisch. Ich würde sagen, wir machen die Silageballen weg da hinten, oder? Aus dem Ballenschuppen, weil dann sind die da raus. Silage haben wir hier mehr als genug, haufenweise, den ganzen Berg voll. So wie gesagt, ich wollte immer Gras und ich wollte immer Silage. Dann packen wir die mal zusammen. Wir brauchen ein bisschen Licht. So. Komm mal mit. Einmal Gras wird wahrscheinlich ja nicht reichen. Wir haben noch einen einzelnen Grasballen. Wobei Gras kriegen wir hier mehr als genug ständig. So, dann packen wir das. Nicht durchschieben. Hallo. Das von den weißen Ballen hier völlig überblendet. So ist besser. Warte mal. Innenansicht. Okay. Bisschen zurück, runter, loslassen, rausfahren. So. Dann piekeln wir mal hier rein. So. Nehmen wir das hoch. Nee, jetzt mache ich wieder eine Außenansicht, das wissen wir hier sonst nicht. Und die Globe, das reicht noch nicht ganz, weil 10 Kühe brauchen, oder? Warte mal.
Nee. Da werde ich wohl nochmal nachhelfen dürfen. So, der Gras ist schon mal weg. Ach, das reicht dicke nicht. Das ist nicht so schlimm. Die kann ich gar nebenbei noch machen. Dann haben die hier aber erstmal soweit alles. Ja, okay, darum kümmere ich mich später. So, weil ich hatte nämlich gesagt, ich hätte ja eine Pferde. Also, der Pferdestall hier... Halt, warte mal. Ich habe ja noch was runtergeladen gehabt. Habe ich mir selber noch gar nicht angeguckt. Der Pferdestall hier passt leider nur 2 Stück drin. Der ist mega clean. Der würde theoretisch hier überall hinpassen. Fast. Mehr oder weniger. Nö, so clean ist der ja nicht. Warte mal. Haben wir irgendwo eine Fläche, wo man das vernünftig sieht? Hier, hier sieht man das. Na, hier passen 2 Pferde drin. Da ist da eine Badewanne. Da kommt Wasser drin. Das finde ich wiederum cool. Ja, da hast du da eine Box. Da kommt dann... Stroh und Hafer und Heu und hast du ein kleines Cardboard als Unterstand. Ja. Aber ich hätte eigentlich mit der Pferdezucht hier liebäugelt. Da passen 3 Pferde drin. Die sind ein ganzer Ticken größer, weil die hatten einen richtigen echten Stall. Was heißt richtigen echten? Aber die hat halt einen Stall. Und doch, die passt ja hier hin. Hm. Wäre ja bald eine Überlegung wert, aber... Ich hatte mir nämlich eigentlich was anderes angeguckt gehabt. Jetzt weiß ich wieder nicht, was ich machen soll. Toll, ist das nicht schön? Ja. So, dann würde ich die nämlich bald hier so hinmachen, dass der Stall, dass die von der Straße ein bisschen weggucken. Aber wie gesagt, hier passen nur 3 drin. Ein Tierhege für Pferde, den habe ich mir ganz frisch neu runtergeladen, vorhin erst. Der ist aber doch größer, wie ich dachte. Der würde hier hinpassen, aber ich möchte mir hier meine Wiese eigentlich nicht kaputt machen. Das würde ich eigentlich als Wiese gerne behalten wollen. Wie gesagt, ich hätte das gerne hier unten. Aber kollisionstechnisch ist es hier wohl nicht so richtig möglich. So wie es aussieht. Nö, hier wird sich irgendwie anscheinend keine Stelle finden lassen. Terrain kann hier nicht angeglichen werden. Wahrscheinlich zu dicht an... Oder stellen hier nur die Bäume. Hm... Aber, wie gesagt, ich hatte ja, gibt's hier einen Pferdestall? Ja, der hat hier, ne? Passt nicht. Leider passt der auch nicht. Da bin ich ein bisschen traurig, weil der wäre cool vom Gebäude her. So schön, Fachwerk und so würde hier schon reinpassen. Aber, ich hatte mir da noch was anderes ausgedacht. Hier ist ein großer Pferdestall. Der ist, mir bald ein bisschen zu groß. Deswegen hätte ich hier aus dem Modding Welt US Hofpaket mir eigentlich gerne hier den Pferdestall genommen. Der gefällt mir ja so ein bisschen im Western-Style. Wenn wir hier mal so gucken, wir haben eigentlich ringsrum, ne, warte mal, 2 Seiten, ne, die im Stirnseite hier vorne, ach Gott, kann ich jetzt mit der Maus leider nicht rennen, aber die linke Seite hier, da ist der Zaun, da haben wir keinen Trigger. Da würde ich sagen, packen wir den... Ja, wie machen wir den? Wir können den ja auch schön platzieren, so ein bisschen schräg so. Dann gucken wir mal hier auf das Feld. Müssen wir nur gucken wegen Kollisionen, wenn wir da Feldarbeit betreiben. Aber an sich wäre ja eigentlich sinnvoll, wenn wir das so machen, dass wir... Oh Gott, wo kommt denn hier überhaupt alles hin? Ich weiß es ja nicht so genau. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal einen Trigger. Man kann hier auch schön in die Gebäude reinschauen. Hier hast du schon mal so was wie so ein Tor, was offen ist. Da kommt die Futterraufe, die ist da innen drinne. Müssen wir innen drinne füttern? Ne, hoffentlich. Wird sich zeigen. Wir probieren den jetzt einfach mal aus. Wenn der jetzt doch irgendwie nicht so toll ist, wie ich mir das denke, dann kommt er wieder weg. Dann stehen die Pferde zwar mal an der Straße, ist mal eine leichte Stressbelastung, denke ich mir, aber... wir bauen den da jetzt hin. So, da steht er. Und den gucken wir jetzt mal an. Weil, wie gesagt, diesen Pferdestall habe ich selber auch noch nicht gebaut. Und ich hoffe, der passt hier mit dem Terrain einigermaßen und steht nirgendwo hoch oder irgendwo. Nö, sieht eigentlich ganz gut aus. Komm, wir gehen mal runter gucken. Jopp. Das sind echt viele Pappeln. Eieiei, na, ich bin mal gespannt. Was ich gerade gesehen habe, die Bank, die verschwindet hier so ein bisschen in der Erde. Aber hier hinten ist es nicht schlimm. Ich weiß aber nicht, ob hier Trigger waren.
Ich möchte bald sagen nicht. Aber an sich ist das Ding doch cool, oder? Der passt. Irgendwie passt der hier hin. So, mach mal hier auf die Türen. Ah, hier da drüben gleich mit auf. Okay, wir können hier mit Futter rinfahren. Wir haben hier 4 Boxen. 1, 2. Können wir die auch noch aufmachen? Nee. 3, 4. Und hier ist der Durchgang. Ach, wir können von innen füttern und dann kommen die da von außen ran. An den Stall. Was ist denn das hier? Heizung, wa? Okay. Ja, hier kommt Wasser hin anscheinend. Ja, und alles andere müssen wir mal ausprobieren. Hier können wir nicht zumachen. Hier bleibt offen. Hier wird wahrscheinlich eingestreut. Ja, naja. Hier wächst ein bisschen Gras. Hier vorne müssen wir noch mal ein bisschen modellieren. Ich würde hier gerne noch mal ein bisschen Landschafts... hier haben wir... Ah, was ist denn das hier? Halt, 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 halt. Hier war da auch noch ein Trigger. Hier ist noch... Also der Stall gefällt mir irgendwie. Die Leiter können wir bestimmt hoch, oder? Oh ja. Kommen wir auf dem Dach rauf? Können wir hier irgendwie rufglitschen, rufbacken? Bestimmt. Nee, kommen wir nicht. Okay. So, was... Hier ist das Pferdekaufsmenü. Sehr schön. Wir haben aber noch keinen Hafer. Da müssen wir nochmal warten. Das hätte man auch vorbereiten können, ne? Gibt es hier Felder mit Hafer? Hafer ist... Ja! Feld 5 hat Hafer. Feld 19 auch, aber Feld 5 würde mir erstmal reichen. Was kostet Feld 5? 172.000. So viel haben wir nun nicht mehr. Okay. Na gut. Müssen wir noch ein bisschen Silage verkaufen. Das ist nicht das Problem. Ja. Schön. Ich würde sagen, beim nächsten Mal holen wir uns hier ein paar Pferdchen. Und... Ich kümmere mich in der Zwischenzeit, dass wir an Hafer rankommen. Heu, Stroh und Wasser haben wir ja von der Kühe. Können wir hier dann schön runterfahren. Ich glaube, das wird gut. Oder? Also. Tja. Warte mal, wie machen wir das? So? So. So ungefähr vielleicht. Oder haben wir nochmal ein anderes, schöneres? Warte mal, warte mal, warte mal. Na komm schon. Ach, so viel Krempel, da. Genau. Na bitte. Also. Ein paar Ideen habe ich noch, also ein paar viele. Ich werde jetzt nochmal die Kühe füttern. Werde die BGA nochmal schön vollstopfen. Werde vielleicht nochmal einen Tag überspringen. Wobei, ich muss mir vielleicht irgendwie ein paar Gedanken machen, dass wir an den Hafer rankommen. Aber das kriegen wir auch alles noch irgendwie hin. So, ich werde hier nochmal ein bisschen den Landschaftsgestalter raushauen. So, hier machen wir einfach Schotter hin an dem Wasserträger. Dann die ziehen den Stall rein. Hier an dem Verkehrsschild vorbei. Eigentlich könnten wir jetzt hier... Warte mal, kommen wir hier runter fahren? Und wir können auch außen rumfahren. Das ist ja nur jetzt nicht die Welt. So, dann fahren wir hier vom Schild aus schön rum. Machen wir hier ein bisschen Gras hin. So, hier fehlt nämlich auch komplett Gras. So. Na bitte. Das ist doch schön, Mensch. So, hier hinten war ja nichts weiter außer das Tierkaufsmenü und das ist... Warte mal. Oder machen wir hier eine Runde rum? Guck mal, hier können wir auch noch Schotter hin machen. Und hier kommt wieder Gras. Sehr schön. Ach, da freue ich mich. Hat echt besser geklappt als befürchtet oder gedacht. Die Bank verschwindet da so ein bisschen, aber wenn das Gras wieder hochgewachsen ist, dann passt das alles wieder. Sehr, sehr schön. Ja, wir haben einen Pferdestall, Leute. Das wird einfach unfassbar. Wie gesagt, ich werde mich jetzt nochmal ein bisschen um die Kühe kümmern, dass die wieder alles volle Balken haben in ihrer Bedürfnisanzeige. Die BGA füttern, mich um das Feld mit Hafer kümmern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Renni hauen.